Für die meisten heißt Unternehmensberater auf den ersten Blick meistens BWLer, Zahlenjongleur. Auf jeden Fall jemand, der aus dem wirtschaftswissenschaftlichen, vielleicht noch volkswirtschaftlichen Bereich kommt. Dass Berater aber ganz, ganz oft auch aus ganz anderen Bereichen kommen und deswegen als Exoten bezeichnet werden, darüber möchte ich mit dir in der heutigen Folge sprechen. Wir sprechen darüber, was sind Exoten, also welche Fälle kannst du dir da vorstellen, welche Vorteile haben Exoten in der Beratung ganz klar und wo gibt es vielleicht auch Grenzen, wo gibt es Punkte, wo Exoten nicht sinnvoll sind und an ihre Grenzen geraten. Bevor wir inhaltlich reingehen, möchte ich dir nochmal zwei Punkte mitgeben, die mir sehr, sehr wichtig sind. Punkt 1 ist, ich werde in der kommenden Woche zwei wichtige Interviews führen. Ich werde nach Berlin reisen und ich werde da mit dem BDU-Präsidenten, Bund Deutscher Unternehmensberater, ein Interview führen und genauso auch mit der Vorständin des BDSU, also Bund Deutscher Studentischer Unternehmensberater. Und wenn du die Folge jetzt unmittelbar nach Erscheinen hörst, dann freue ich mich, wenn du da Vorschläge einbringst, wenn du kommentierst hier unter dem Video oder mir eine Nachricht schreibst bei LinkedIn oder bei Instagram. Hauptsache, deine Vorschläge kommen bis ins Interview. Ansonsten kannst du mir natürlich jederzeit auch Vorschläge senden zu Leuten, die du gerne mal hören würdest oder Themenvorschlägen, die du hast. Das war Punkt 1. Punkt Nummer 2, das Beraterbootcamp, was jetzt zum allerersten Mal stattfinden soll, ist jetzt die Bewerbung geöffnet. Das bedeutet, es ist ein Tag in der Nähe von Frankfurt, wo maximal 15 Personen zusammenkommen und es wird da einen Tag lang Input geben, Übungen geben. Wie strukturierst und leitest du ein Projekt? Wie baust und präsentierst du Folien? Und am Ende auch, wie verkaufst du an Entscheider? Wenn dich das interessiert und wenn du Lust hast auf da wirklich eine erstklassige, sehr beschränkte kleine Community aus hochmotivierten Personen, dann kannst du gerne den Link in der Beschreibung nutzen, um dich für einen Call mit mir, ein Bewerbungsgespräch in dem Sinne, einzutragen, dir einen Platz zu sichern. Auch davon gibt es schon nur begrenzte Anzahl, weil die aktuell mir echt aus der Hand gerissen wurden. Es sind jetzt, stand jetzt gerade schon 6 Plätze verkauft und das Ganze wird Juli bis August stattfinden. Das genaue Datum werden wir auch in dem Gespräch nochmal festlegen. Wir werden dann einen Termin finden, der dir auf jeden Fall passt, wenn du da reinpasst. So, lass uns inhaltlich reinstarten. Lass uns über Exoten in der Beratung sprechen. Vielleicht kennst du dieses wirklich geile Zitat von Paul Wesslowick, ist ein amerikanischer Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler, der mal gesagt hat, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in allem Nägel. Das heißt, du siehst irgendwo einen Nagel, du hast nur einen Hammer und du haust drauf. Du haust aber mit deinem Hammer auch auf eine Schraube drauf. Und das ist eine ganz coole Einleitung für das, worum es heute geht, nämlich diese Exoten, diese anderen Ansätze, diese anderen Fachrichtungen. Aber der Reihe nach. Erstmal, was sind Exoten? Was fällt darunter? Wer ist da gemeint? Neben BWLern sind es in der Regel Physiker, Biologen, auch Chemiker, Ingenieure, Mathematiker, Historiker, Geowissenschaftler, Soziologen, Humanmediziner, die Karriere in der Unternehmensberatung machen. Das alles können Exoten sein. Also es sind Akademiker aus einem ganz anderen Bereich, der nicht der BWL entspricht. Und auch da sind Beratungshäuser sehr, sehr offen, was die Durchlässigkeit für diese, müssen auch erstklassige Leute sein an der Stelle, aber was diese anderen Studiengänge angeht. Wenn du aus diesem Bereich kommst, Lust auf die Beratung hast, dann kann ich dir einfach nur mitgeben, du musst wahrscheinlich mehr Zeit für die Vorbereitung einplanen, wenn du reinkommen willst. Du musst dich auf die Bewerbungsgespräche, auf die Cases, die da bevorstehen, auch auf die ganzen Wirtschaftsthemen, die bevorstehen, stärker vorbereiten. Also dir mehr Zeit nehmen als jemand, der in seinem BWL-Studium es über Jahre eingetrichtert bekommen hat. Ansonsten gibt es, wenn du drin bist, natürlich auch nochmal spezielle Bootcamps für diese verschiedenen Fachrichtungen, die in Richtung Wirtschaftsverständnis gehen, die nochmal einen stärkeren Fokus auf Soft Skills legen. Das heißt, da ist man im Zweifel auch ein bisschen gütiger, wenn du aus einem dieser Bereiche kommst, was dein Wirtschaftsverständnis angeht, weil man sagt, okay, man sieht da Potenzial, man ist bereit, in dich zu investieren und man bietet dir da auch Workshops aller Art, um dich auf das Niveau der bestehenden Kollegen zu bringen. Warum sind diese Nicht-BWLer, diese Exoten für die Unternehmensberatung eine Bereicherung?
Das Stichwort in dem Bereich nennt sich Interdisziplinarität. Interdisziplinarität bedeutet, Ansätze aus verschiedenen Fachrichtungen zur Problemlösung einzubringen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise vier von meiner Art, vier BWLer an einem Problem sitzen, dann kommt eine ganz andere Lösung raus. Das durfte ich auch schon mehrfach auf Projekten erleben, als in der Situation, wo ein Physiker, ein Chemiker, ein BWLer und vielleicht ein Ingenieur zusammensitzen und an einem gewissen Projektthema arbeiten. Das heißt, aus den jeweiligen Fachrichtungen gibt es immer Denkansätze, die für vielleicht ein weit entferntes Problem aus der Betriebswirtschaft sinnvoll sein können. Das heißt, man kommt auf neue Ansätze an der Stelle. Man hat mehr Methodenkompetenz aus den einzelnen Bereichen. Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass mehr Methodenkompetenz konkret immer abzuwägen ist, ob die sinnvoll ist. Also ob jetzt zum Beispiel das Wissen über ein biologisches Selektionsverfahren für die Optimierung von der Produktion hilfreich sein kann, ist immer abzuwiegen. Vielleicht sieht der Biologe bei dem, was der Ingenieur als Standardvorgehen vorgibt, noch gewisse Dinge, gewisse Erfahrungen, die er aus einem ganz, ganz anderen Bereich einbringen kann, die ihm dabei helfen, die Produktion durch sein Vorwissen anders zu optimieren, als es, wie gesagt, die reine Truppe aus Ingenieuren, aus BWLern tun könnte. Ansonsten lässt sich sagen, dass der primäre Vorteil definitiv darin liegt, dass mehr Innovation stattfindet. Man kommt in so einer Konstellation von Leuten aus verschiedenen Fachrichtungen zu neuen Lösungen. Also kurzum lässt sich festhalten, dass der primäre Vorteil darin liegt, dass bei einer Innovation, wenn eine Innovation gefordert ist, wenn ein neuer Lösungsweg gefordert ist, dann ist diese Interdisziplinarität, dann ist dieses vielseitige Projektteam in der Lage, da neue Ansätze reinzubringen, statt wie die vier Ingenieure, die vier BWLer eine schnelle, standardisierte Lösung umzusetzen. Neben den Vorteilen, habe ich erwähnt, gibt es natürlich auch Punkte, die dagegen sprechen oder wo Exoten an ihre Grenzen stoßen, sie einzusetzen. Also was sind Nachteile vom Einsatz oder die vom Einsatz von Exoten ausgehen? Durch den Einsatz von Exoten muss man ganz klar sagen, steigt auch das Risiko, dass dieser neue Weg scheitert in irgendeiner Form. Das heißt, wenn diese Risikobereitschaft nicht da ist, dann ist Innovation auch nur sehr, sehr schwer möglich, weil Innovation baut immer darauf, dass eine Fehlerkultur vorhanden ist, dass Fehler gemacht werden dürfen, dass man aus den Fehlern lernt. Und wenn jetzt hier risikoavers, also mit Risikovermeidung gearbeitet wird, dann muss man sich immer fragen, wann im Prozess wollen wir Innovationen und wann wollen wir wirklich schnelles, sauberes Vorgehen. Da muss es immer eine gute Mischung geben, da muss man abwägen. Der zweite zentrale Punkt, der Exoten oder die Grenzen von Exoten aufzeigt, ist das Thema Prozesssicherheit. Die Prozesssicherheit sinkt beim Einsatz von Exoten. Folglich muss man sich immer die Frage stellen, wie viel Erfahrung, wie viel altes Wissen muss im Projektteam vorhanden sein, um die Aufgabe zu erledigen? Wie viel altes Wissen ist nötig an der Stelle? Soll eine ganz kurze Folge sein. Lass mich gerne mal wissen, wenn du Exot bist, wenn du Tipps brauchst, wenn du Tipps hast für die Community, dann schreib auch das gerne in die Kommentare. Freue ich mich mega drüber. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das Ganze mit jemandem teilst, der Exot ist, der Lust hat, als Quereinsteiger in die Beratung durchzustarten. Genau dafür ist dieses Format hier da. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei bist. Ich bin extrem happy, wie sich das alles entwickelt. Ist schon jetzt die größte übergreifende Community im deutschsprachigen Raum für Unternehmensberatung. Und das möchte ich gerne mit dir, dank dir, weiter ausbauen. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.